Eine Ernährungspyramide ist dafür da, um zu sehen, wie man sich gesund ernähren kann. Wir wollen euch heute erklären, wie man eine gesunde und ausgewogene Ernährung führen kann, damit ihr nicht nur ungesundes isst und irgendwann übergewichtig werdet. Aber wie sieht eine Ernährungspyramide überhaupt aus? So sieht sie aus. Sie besteht aus 6 Segmenten. Als erstes kommen die Extras. Knabbereien, süße Snacks, wovon man sehr wenig essen soll. Anschließend kommen die Fette und Öle. Von denen sollte man auch nicht so viel essen. Als drittes Segment kommen die Milchprodukte sowie Fisch, Fleisch und Eier. Davon kann man schon mehr essen. Danach kommt das Segment Brot, Getreide und Beilagen. Von diesem Segment darf man nur 4 Portionen am Tag essen. Als vorletztes kommt Gemüse, Salat und Obst. Vom Obst sollte man nur 2 Portionen essen, da Obst viel Fruchtzucker enthält. Zum Schluss kommen die ungesüßten Getränke, wie zum Beispiel Wasser. Wasser kann man so viel trinken, wie man will. Es gibt 6 Segmente und jedes Segment hat eine eigene Portionsgröße. Zum Beispiel bei den Extras sollte man nur eine Portion essen. Eine Portion ist immer so groß wie die eigene Hand. Ja, weiter man bei der Ernährungspyramide untergeht, je gesünder wird es und je mehr sollte man davon essen. Die ersten beiden Segmente sind rot, weil man hier wenig davon essen soll. Danach kommt die Farbe gelb, dann die dritte Segmente. Zum Schluss kommt die Farbe grün. Von der Stufe kann man meisten essen. Wir hoffen, wir können euch weiterhelfen und die Ernährungspyramide gut erklären. Hoffentlich wisst ihr jetzt genau, wovon ihr viel und wovon ihr lieber wenig essen solltet.